73 Tage haben wir hinter uns gebracht. Es waren eine Menge Emotionen dabei, es war eine Menge Kraft dabei. Aber wie wir das zusammen gemeistert haben, das war unfassbar. Die zweite Runde sind die Verhandlungen, in denen wir jetzt stecken. Was machen wir damit? Wir behalten die Power bei. Wir sehen ja, dass es funktioniert. Wir können also wirklich auch nur alle Kollegen, die bisher vielleicht sich noch zurückgehalten haben, auffordern, mitzumachen. Je mehr, umso besser, umso stärker ist unsere Position gegenüber dem Arbeitgeber. Wir wollen weitermachen. Wir wollen unseren Tarifvertrag. Und wenn wir die 100 Tage voll machen sollen, Leute, lasst uns weiterhin zusammenstehen. Ein Zurück ist nicht denkbar. Wir sind Marktführer. Und das ist doch nur unserer Arbeit zu verdanken. Wir sind der Faktor, der diese Firma dahin bringt, wo sie jetzt ist. Wir wollen was Gutes und dafür brauchen wir euch. Wir müssen eine Einheit werden, innen wie Außendienst. Wir müssen das rocken gemeinsam. Dann hat der Arbeitgeber keine Ausreden mehr, die Belegschaft zu spalten, dem Innendienst keinen Tarifvertrag zu geben, sondern nur den Monteuren. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Genau, noch immer gilt, also wir zusammen sind ein Vestas und wir zusammen kriegen auch gemeinsam einen Tarifvertrag hin. Auch nach 73 Tagen ist klar, gewisse Punkte sind für die IG Metall nicht verhandelbar. Da geht es um ein faires System, gleiches Geld für gleiche Arbeit, regelmäßige nachhaltige Lohnsteigerungen, die Altersteilzeit und natürlich Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Liebe Vestas Geschäftsführung, ihr habt gute Leute, ihr sucht gute Leute, also verhandelt jetzt mit uns zusammen gute Bedingungen. Wir befinden uns auf der Zielgeraden und wir wollen das Ziel auch erreichen und wir werden das Ziel auch erreichen. Wir sind so weit gekommen. Lasst uns weitermachen. 73 Tage Streik haben wir hinter uns. Wir schaffen noch mehr. Der Ball liegt bei euch.